Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video schauen wir uns den zweiten Teil zu Produkten und Quotienten an. Das heißt, wir rechnen Aufgaben. Ja, genau. Ja. Die Aufgaben sind schon anspruchsvoll. Ja. Aber da müsst ihr sozusagen das erste Video auf jeden Fall dazu gesehen haben, den ersten Teil. Alles ist im Kopf zu rechnen? Alles. Sieht erstmal komisch aus, aber man kann alles hinkriegen. Auch wenn es nicht so leicht ist, aber kriegt ihr schnell. Ja. Pausiert mal. So, das können wir alles erstmal unter eine Wurzel schreiben, weil das ja multipliziert wird. So, bevor wir das hier groß multiplizieren, kürzen wir erstmal. Das vereinfacht das Ganze schon sehr. 27 und 3 kann man kürzen, dann bleibt hier oben nur noch die 9 stehen von der 27. Ne? Und die 5 mit der 80 könnt ihr auch durch 5 kürzen, dann bleibt hier unten die 16 stehen. Also, Wurzel 9, 16. Und jetzt können wir vom 10er die Wurzel ziehen, Wurzel aus 9 ist 3. Und vom Nenner Wurzel aus 16 ist 4. Diesmal mit plus minus 3 Viertel geschrieben. Wichtig ist, wenn ihr das nicht kürzt, dann steht hier 3 mal 80 sind 240. Kann ich nichts machen. Kann ich keine Wurzel ziehen. Das heißt, ihr müsst kürzen. Ihr könnt es auch erst multiplizieren und dann kürzen. Ist aber komplizierter. Immer so schnell wie es geht kürzen. Genau. Also das sind wie so ein paar Tricks, ne? Die man drauf haben muss. So, zweite Aufgabe, gleiche Nummer. Ja? Kann ich zusammenfassen? Und dann kann ich hier wieder diagonal kürzen. Das kann man immer gerne machen. Ich kann im Endeffekt immer einen Nenner und Zähler kürzen, sobald es ein Produkt ist. Gut, dann habe ich hier einmal 1 und 9. 8 und 72 bleibt 1 und 9 stehen. Kann ich mit 9 kürzen. Mit 8. Sorry, mit 8 kürzen. Ne? Und 7 und 175 kann ich durch 7 kürzen. Dann bleibt hier ein 1 stehen und 175 durch 7 sind 25. 9 25. Kann ich wieder vom Zähler und Nenner ziehen, sind plus minus 3 Fünftel. Letzte Aufgabe. Muss ich ein bisschen rausgehen hier, dass ihr das seht. Genau. Ziehen wir wieder unter eine Wurzel, ist ja ein Produkt. Und wieder kürzen. Ne? Also 7 und 14 sehen wir. Können wir durch 7 kürzen. Ne? Bleibt hier oben die 1 stehen und 14 durch 7 ist 2. Und 6 und 108. Das kann man durch 6 kürzen. Ne? Bleibt hier oben wieder die 1 stehen. Und 108 durch 6 sind 18. Ihr könnt es auch, wenn ihr das nicht gleich seht, dass man das durch 6 kürzen kann, ist nicht so einfach. Nö. Kürzt doch erstmal durch 2. Genau, geht immer. Und dann kürzt du am Ende nochmal durch 3. Ja. Also geht nicht immer, sondern geht, wenn die beiden Zahlen gerade sind. Ne? Ja, durch 2 kann man meistens kürzen. Oder 2 und 5 erkennt man immer schnell. Genau. Dann haben wir hier 1 36 stehen. Ne? Genau. Wurzel aus dem Zähler ist 1, Wurzel auseinander ist 6. Plus minus 1 Sechstel. Genau. Nächsten Video. Da werden wir Faktorisieren üben und teilweise das Wurzelziehen. Auch ganz interessant. Also Leute, dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.